Willkommen zurück zu die drei Fragezeichen, meine lieben Freunde. Und wir waren ja beim letzten Mal hier auf der Ranch, ne? Wir suchen immer noch das letzte Hufeisen. Und nein, ich habe es immer noch nicht gefunden. Und ihr habt es anscheinend auch nirgendwo gesehen. Aber irgendwo, Leute, irgendwo muss doch das Hufeisen sein. Also Boys, was zum Geier wollen wir Schönes anstellen? Ja, Karten. Also Boys, Pfoten weg. Pokerabend, aber dazu brauche ich irgendwie ein Hufeisen. Ich weiß nicht recht warum. Ja, Pferde. Zubehör halt irgendwie. Ich schätze mal, es ist draußen, oder? Klingt nach Münzen. Ohne Schlüssel kommen wir nicht heran. Ja. Okay, Bro. Bra. Bra. Dann, ja, was weiß ich, ist hier noch ein Hufeisen irgendwo, was ich nicht gesehen habe, so eingeklemmt, wie es ja so gern mal ist, ne, wenn wir hier solche super krassen Rätsel lösen. Aber nein, dort ist nichts. Oh nein, kein Hufeisen. Ja, was mit dir? Du hast auch keins, oder? Wolken als Kojotenruf? Was der wohl mit... Ach. Ein Pferd hat 4. Was haben wir davon? Ja, 3. Einer von uns wird in gegebener Zeit ausreiten, vorausgesetzt, wir haben den Pinto mit einem nötigen Versorgung. Ja, der liebe Pinto steht ja hier. Na hallo, Amar. Ich schätze, wir machen bald einen Ausflug. Ah. Sonnenschutz muss sein. Vor allem, wenn er so cool ist. Deswegen, weil ich den halt vorher schon mal angeklickt hatte und dann ist er nicht in den Inventar gekommen. Deswegen habe ich es nicht gerafft. Mann, ey. Na hallo. Na okay, dann rede ich mit ihr. Ich dachte, hier wird mir jetzt noch irgendwas Neues verraten oder so, aber offensichtlich ist das nicht der Fall. Also Boys, was zum Geier wollen wir Schönes anstellen? Ja, ihr habt doch alles, oder? Hau mich, der Lukas. Habt ihr die alle geleert? Ja. Ich werde mich hüten, mit euch um die Wette zu trinken. Na, guck mal hier, Karten. Pokern. Ihr seid mir vielleicht Herzchen. Oh Gott. Viel zu jung dafür. Was? Wir sind... Was? Was? Ich weiß nicht, was du für eine Art Poker spielst, Madame, aber... Ne? Das ist ja wie brauner Bär auf Karamell. Als Kind liebte ich es, Hufeisen zu werfen. Inzwischen ist mir das zu blöde. Nehmt draußen die Wäsche ab. Dann werden wir sehen, ob ihr schießen könnt. Oder nur zum Schießen seid. Was? Ich habe hier gar keine Waffe gesehen. Soll ich hier die Wäsche abnehmen? Habe ich das richtig verstanden? Wir holen Wäsche ein und duellieren uns dann mit der Hausfrau. Ja. Mrs. Forrester managt die Ranch und handelt in Gallaghers Auftrag. Quid pro quo. Eine Hand wäscht die andere. So wie bei Mr. Prescott. Mrs. Forrester mag eine raue Schale haben, aber sie wird uns nicht in Gefahr bringen. Nein. Das glaube ich auch nicht. Die scheint für mich ganz okay zu sein. Also das Herz hat die auf jeden Fall im rechten Fleck. Die gekappte Verbindung erinnert mich an das falsche Spiel von Soapy Smith. Der nahm am eisigen ja. Klondike. Ja. Ist doch gut jetzt. Hier die ganzen langen Unterhosen von ihr. Mädel, ich lege vor, was zu treffen ist. Wow. Ach so, sie macht das. Jetzt Ach so. Du, dampfendes Hirn. Für was? Dampfendes Hirn? Ja, kein Problem, oder? Gar kein Problem. Was machen denn die Hufeisen da? Die Hufeisen haben da oben wirklich nichts verloren. Also nun wirklich nichts. Oh nein, oh nein, oh nein. Oh nein, verschossen. Oh nein, oh no. Bravo, Justus. Aber wie steht es damit, Boys? Womit, Boys? Wow. Achso, jetzt ist sie wieder dran. Du bist dran, der mit den Linsen schielt. Der mit den Linsen schielt? Was das ist das? Diskriminiert sie mich oder was? Und warum ist diese Pistole rot? Ah, wir sind hier. Ich bin Meisterschütze. Oh. Gut gemacht, Bob. Oh, hä? Dann lege ich noch mal was drauf. Peter kann schießen. Du bist dran, Schlackerbein. Schlackerbein? Was? Oha. Wo kommt denn...
hatten doch hier so ein Ding. Hau mich, der Lukas. Oh nein, ich hätte nur eins. Ach so. Na schön. Hier hast du neue Munition. Oh, danke schön. Okay. Mist. Hau mich, der Lukas. Ich darf keine zwei von den... Ja, ist ja gut, Lukas. Na schön. Hier hast du neue Munition. Mann, wie kann man so schlecht sein wie ich, ey? Bam! So, oder hätte ich gleich nochmal draufdrücken müssen, ne? Ja. Oh, da hab ich die Hose getroffen. Hut ab, Peter. Boah, mit dem letzten Schuss. Okay, Boys. Für eure Meisterleistung rücke ich diesen Schlüssel raus. Oha. Ah, war das wohl Teil der Aufgabe, ja? Boys, ich sperre das hier auf. Ein Beutel mit lauter Sheriffsternen? Ja, nice, ja damit. Alle einsammeln. So, ich muss sie natürlich alle einzeln anklicken, weil das ja klar ist. Weil es ja viel mehr Sinn macht. Die scheint mir eher eine Räuberbraut als ein... Sehr geistreich, ne? Mega cool. So, und noch ein. Und da drauf. Und so. Und hier. So. Und du noch. So, und du auch noch. Fehlt jemand? Ah, da unten. Alles klar. Gut, okay. Oha. Alter Schwede. Eine Morsestation für Telegramme. Ja. Gut. Jedes noch so irritierende Element eines Falls muss mit nüchterner Sachlichkeit betrachtet werden. In der realen Welt kann diese Station nicht funktionieren. Ja, weil die sind hier angeschlossen. Jedes noch so irritierende Element... Achso. Hörst du die Nachricht, Sheriff? Sie ist für Indianer bestimmt. Wir kennen uns doch mit Morsezeichen aus. Die Nachricht lautet, rufe Kojoten. Der Kojote, den Gallagher am Wrack erwähnt hat. Aber wie leiten wir die Nachricht an Indianer weiter? Beim Morsen geht es um die Abfolge kurzer und langer Zeichen. Indianer wiederum haben sich mit Rauchzeichen verständigt. Ich schlage eine Transkription vor. Trans-was? Also, kleine Wolke für kurz und große Wolke für lang. Ach, dann machen wir jetzt ein Feuerchen. Ethan kann von draußen checken, ob wir richtig liegen. Vorausgesetzt, er kennt sich mit Morsezeichen aus. Aha. Okay, das heißt, wir wandeln jetzt hier das, das Morsesignal in Rauchzeichen. Müssen wir erstmal ein Feuer machen. So, wo ist sie hin? Was mit Ethan eigentlich, ne? Wolken als Kojotenruf waren Gallaghers Worte. Wir wollen mit Wolken Rauchzeichen morsen und du musst checken, ob das stimmt. Tut mir leid, aber mit Morsezeichen kenne ich mich nicht aus. Das ist keine Hilfe. Wolken als Kojotenruf waren ja. Tut mir leid, aber... Ja. Keine Hilfe. Eines muss man Amar lassen. Er hat die Ruhe weg. Wenn ich Jelena zitieren darf, der ideale Trail für einen Wanderritt. Mhm. Bevor wir Rauchzeichen senden, müssen wir Ethan Bescheid geben. Ja, was habe ich denn gerade? Gibt hier irgendwie so ein Buch? Sogar die Bücherei von Rocky Beach hat ein Exemplar im Bestand. Ja. Wolken als Kojotenruf waren ganz. Ja, tut mir leid, aber... Ach, Ethan. Ja, wie Bescheid soll ich denn Ethan noch geben? Muss ich mir die aufschreiben oder was? Muss ich mir die vergleichen oder wie oder was oder wer? Und wo ist sie auf einmal hin? Ist sie da drin? Wahrscheinlich ist sie da drin, ja. Sie ist auf dem Klo natürlich, weil die Tür jetzt auf einmal zu ist.
Jedes noch so irritierende Element eines... Ja. Ich hab's Ethan sogar doch schon gesagt. Sogar die Bücherei von Rocky Beach hat ein Exemplar. Die Nachricht ist schnell getippt. Ach so. Gebt ihr mir Papier? Ja, hier. Da, das Papier. Die Nachricht ist schnell getippt. Gebt ihr mir Papier? Hier liegt Papier. Schreibpapier mit Durchschlägen. Oder so. Eines für uns, eines für Ethan. Ja. Rinn damit in die Schreibmaschine. Geht mir ja pfleglich mit der Maschine um, Boys. Hey, wie könnt ihr das vom Klo aus sehen? Rufe Kojoten. Das lautet in Morsezeichen wie folgt. Na? Tolle Schreibe, Bob. Noch dazu fehlerfrei. Das Original behalten wir. Okay. Ethan bekommt die Durchschrift. Ja. Ui. Also die zweite ist die Durchschrift, falls das irgendwie wichtig sein sollte. Ethan, guck mal hier ein paar Punkte. Und Linien. Diese Botschaft wollen wir mit Rauchzeichen morsen. Du musst auf den Kaminschlot des Hauses achten. Aha. Ihr wollt also einen Kojoten herbeirufen? Ja, nein. Na schön. Ich behalte den Kamin im Auge. Ach, Ethan, hast du denn gar nichts begriffen? Ihr wollt also einen... Du bist hier der Kojote, mein Freund. So, also... Regen, es ist an der Zeit, Gelligers Indianern eine Nachricht zukommen zu lassen. Ruhig, Justus. Guck mal hier, für kleine Wolken und für große Wolken. Ist das nicht süß? Wasser? Nein. Brennstoff? Ja, okay. Gut. Habt ihr die Zugluft auch gespürt? Hab ich. Da ist, als wäre hier ein Zug durchgefahren. So eine Zugluft war das. Also wie so ein... wie so ein Zug, ne? Okay. So pustet man aber nicht. Ich will den ganzen Raum mit Qualm verpesten. Du sollst das vorher nicht anspucken, du sollst pusten. So, kurz, lang, kurz. Also kurz, lang, kurz. Kurz, kurz, lang. Kurz, kurz, lang, kurz. Kurz. Was hat der Schrägstrich zu bedeuten? Mein neues Handy. Hallo? Die Zeichenkette ist abgerissen. Konzentration, Kollegen. Ah, ja, ich dachte, wegen dem hier muss ich warten. Versteht ihr? Das dachte ich mir jetzt. Okay, egal. Also, kurz, lang, kurz. Kurz, kurz, lang. Ich merke es mir nicht auswendig. Auf keinen Fall. No way, Jose. Kurz, kurz, lang, kurz. Kurz. Lang, kurz, lang. Lang, lang, lang. Ja. Und noch einmal. Und dann war schon was lang, kurz, ne? Kurz, lang, lang, lang. Okay. Und dann dreimal lang. Boah, jetzt hat er fast schon angerufen. Das war schon kritisch, oder? Also ich glaube, es war schon kritisch. Und dann kurz.
Und dann kurz warten. Was? Ihr habt euch im Zeichen vertan, Jungs. Was? Konzentration, Kollegen. Hä? Ach, ich war da. Lang, kurz, lang, kurz. Okay. Machen wir das halt nochmal. Kurz, lang und kurz. Und nun kurz, kurz, lang. Oh, mir fällt gerade ein, ich habe die falsche Maus zum Aufnehmen genommen. Ich hoffe, ihr hört jetzt nicht mein ständiges Klicken. Das wäre natürlich schon sehr peinlich. Okay. Und kurz. So, und dann lang, kurz, lang. Und noch einmal. Und dann lang, lang, lang. Lang, 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 kurz. Lang, lang, kurz. Dreimal lang. Und noch einmal. Und wieder auf den Zettel schauen. Dreimal lang, kurz, dreimal lang. Oh nein, da war ich schon. Ihr habt euch im Zeichen vertan, Jungs. Ach, ich bin so blöd. Konzentration, Kollegen. Ja, okay, ein letztes Mal noch und dann raste ich aus. Also kurz. Da war ich jetzt wirklich blöd. Also da habe ich mich jetzt... War ich unkonzentriert. So, ne, kurz, kurz, lang. Ich müsste wahrscheinlich aufschreiben oder so, dann... Da müsste ich hier nicht immer drauf gucken. Ich könnte es mir auch einfach merken, aber hey. Ihr wisst ja, mit wem ihr es zu tun habt. So. Und kurz. Und das ist nächstes lang, kurz, lang, ne? Ich gucke halt lieber noch einmal, bevor ich dann denke, ich habe es mir gemerkt und dann ist es falsch. Aber, ja gut, dann hätte ich es ja jetzt beim ersten Mal auch irgendwie hinkriegen müssen. Gut, egal, ich sag einfach nichts mehr. Genau, zwar kurz, dreimal lang, ne? Ja. Und lang. Okay. Lang, lang, lang. Und dann? Lang, lang, lang. Und dann... Lang, kurz, lang, kurz. Und dann kommt die geile Musik. Wir haben es. Soweit ich es erkennen konnte, habt ihr die Botschaft fehlerfrei in den Himmel geschrieben. Jawohl. Oh, jetzt kommt der Coyote. Tut mir leid, Boys. Ich war auf dem Locus. Aber wenn euer Schnuckel von Freund recht hat... Dann wird eure Botschaft erhört. Wie gesagt, Mrs. Forrester ist sehr offenherzig. Ja. Auf dem Locus. Löschen wir das Feuer. Nein! Verdammt, jetzt habe ich es gelöscht aus Versehen. Na, wie war es auf dem Locus?